Guten Morgen und herzlich willkommen zu meiner ersten Session Mautic und Typo 3, eine unsichtbare Verbindung. So ist der Titel und worüber ich im Detail mit euch reden möchte, das zeige ich euch jetzt. Es geht darum, eine unsichtbare Verknüpfung von Content-Management-Systemen, in diesem Fall Typo 3 als Beispiel, und Marketing-Automationssystemen herzustellen. Warum unsichtbar? Der Benutzer, der unsere Webseite besucht, der soll gar nicht feststellen, dass er hier eigentlich mit zwei Systemen kommuniziert, sondern für ihn ein Erscheinungsbild, alles aus einem Abwasch sozusagen. Außerdem möchte ich euch zeigen, wie Online-Redakteure zur Lead-Generierung beitragen können, ohne dabei sich mit einem Marketing-Automationssystem auseinandersetzen zu müssen, also weiterhin in ihrer gewohnten Umgebung agieren können, die Prozesse kennen und nichts Neues lernen müssen, also sich wie gewohnt zu Hause fühlen. Das Ganze mache ich aber heute nicht allein. Ich habe noch Unterstützung bei mir. Das sind der Lamin und der Leon. Die werden sich gleich auch noch vorstellen, aber erst möchte ich die Gelegenheit greifen, noch ein paar Worte zu mir zu verlieren. Ich bin Florian Wessels, seit 2008, 2009 in der Open-Source-Welt unterwegs als PHP-Entwickler, habe mit Programmierung auch mein Studium verdient, damals hauptsächlich Joomla. Jetzt bin ich in der Typo 3-Schiene zu Hause. Seit 2014 habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht, bin dann als Entwickler bei Bitmotion angefangen und arbeite jetzt als Coach und Head of Services bei Leuchtfeuer Digital Marketing hier in Hannover. Bin natürlich weiterhin Typo 3-Spezialist, denn ich habe mich auf Typo 3 spezialisiert, aber auch ein Mautic-Enthusiast, nicht seit der ersten Stunde, aber zumindest jetzt mittlerweile schon seit 2 Jahren. Also ich habe schon viele Berührungspunkte mit Mautic gehabt und bin dort auch hauptsächlich auf der Programmierschiene unterwegs, also was die Anbindung an Content-Management-System angeht. Und das ist genau der Grund, warum ich heute zu euch rede oder warum ich heute zu euch spreche. Ich habe es ja eben schon eingangs erwähnt, ich habe Unterstützung dabei. Lamin, welche Rolle nimmst du denn heute in dieser kleinen Präsentation ein und verliere noch mal ein paar Worte zu dir? Ja, moin, ich bin der Lamin, ich bin Online-Marketing-Manager bei Leuchtfeuer Digital Marketing und das auch mittlerweile schon seit 1,5 Jahren. In meiner Freizeit fotografiere ich sehr gerne, da wird Florian euch den Link auch im Video verlinken, falls ihr da mal nachschauen wollt, was ich so mache. Und heute bin ich der Webseitenbenutzer, der sich einfach ein bisschen durch die Website klickt und euch mal so zeigen wird, was Florian im Backend angelegt hat. Vielen Dank dafür. Und dann habe ich noch den Leon. Der Leon, ihr kennt ihn vielleicht, wenn ihr schon in der Mautic-Community unterwegs seid. Leon, was ist deine Rolle? Was machst du heute? Wer bist du eigentlich? Ja, hallöchen. Ich bin der Leon. Ich bin 22. Ich arbeite seit 2018 als Online-Marketing-Manager bei Leuchtfeuer Digital Marketing und habe auch seit 2018 mit Mautic am Hut. Heute zeige ich für euch eine Kampagne in Mautic, und zwar was Lamin im Frontend veranstaltet, zeige ich euch im Backend und was da so wirklich passiert. Zu meiner Rolle: Ich bin Leiter von Team Education, das heißt, ich kümmere mich in der Mautic Community um die Dokumentation, außerdem um die neu geschaffene Knowledge Base, das ist auch eines von meinen Projekten gewesen, und außerdem bin ich im englischsprachigen Mauticast die zweite Stimme. Dankeschön, Leon. Also ihr seht schon, ich habe etwas Kompetenz mitgebracht. Ich bin nicht ganz alleine. Und dennoch, bevor wir starten, ein paar allgemeine Hinweise. Zum ersten DSGVO. Ich werde heute nichts zur DSGVO sagen. All das, was wir euch gleich präsentieren werden, kann DSGVO-konform sein, muss es aber nicht. Wenn ihr das bei euch so im Unternehmen einsetzen wollt, dann müsst ihr immer noch einmal Rücksprache mit eurem Datenschutzbeauftragten halten, ob das denn so auch konform ist oder nicht, wo Anpassungen gemacht werden müssen. Außerdem ist Typo 3 hier lediglich ein Beispiel für ein Content-Management-System. Das Ganze, was ich euch zeige, das kann natürlich auch für alle weiteren CMS, die es so auf dem Markt gibt, wie WordPress, gleich im Anschluss noch ein interessanter Talk, oder Drupal oder auch ein Joomla gelten. Also wie gesagt, Typo 3 ist hier lediglich ein Beispiel. Und ich möchte auch nicht zu sehr in die Technik eintauchen, also wie das Ganze umgesetzt ist, wie es gelöst ist. Falls ich das doch mal an der einen oder anderen Stelle tun sollte,
würde ich euch bitten, mir das zu verzeihen. Ich versuche es nicht zu tun, ich komme einfach aus der Technikschiene und versuche da jetzt mal die passenden Worte zu finden. Was ist die Ausgangssituation? Schauen wir uns die kurz an. Wir haben einen Kunden, in diesem Fall ein fiktiver Kunde, der seine Produkte und seine Dienstleistungen auf einer Webseite präsentiert. Er hat festgestellt, dass er relativ viele Seitenaufrufe hat, aber es kommen keine Anfragen bei ihm an. Also es scheint sich schon jemand für seine Produkte zu interessieren, aber keiner weiß, warum denn dort keine Leads generiert werden. Und hinzu kommt noch, dass die Besucher alle anonym bleiben. Also man hat auch gar keine Möglichkeit, sich bei diesen zu melden oder mit diesen zu interagieren. Und daraufhin beauftragt der Kunde jetzt eine Online-Marketing-Agentur, sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen und eine Lösung zu entwickeln, wie man denn hier mehr Wertschöpfung generieren kann. Und Leon, das ist genau dein Stichwort. Was hast du dir da ausgedacht? Was kannst du mit dieser Situation anfangen? Ja, für dieses Problem habe ich mir natürlich eine wunderschöne Kampagne ausgedacht und die zeige ich euch jetzt. Sie trägt den Namen Mauticon Demo. Machen wir die hier auf im sogenannten Kampagnenbilder. Und besteht aus diesen vier wunderschönen Schritten. Ausgehend haben wir ein Formular, was auf der Seite platziert wird, auf der wir ein Produkt verkaufen. Also auf einer Produktseite liegt dieses Formular. Und wenn dieses Formular ausgefüllt wird von einem Interessent, dann rutscht er im Mautic in unser Segment, was wir Interessent genannt haben. Und sobald dieser Kontakt in dem Segment ist, wird ihm im Typo 3 ein vorher verborgenes Element angezeigt, und zwar mit einem Gutscheincode. In diesem Gutscheincode haben wir so einen kleinen Text, und mit dem Code ist außerdem noch ein Link zu einem Asset vorhanden. Dann können wir hier im nächsten Schritt gucken, ob dieser Interessent das Asset runtergeladen hat. Und wenn er das getan hat, dann rutscht er ins nächste Segment. Und das nennen wir dann Interessent, und zwar bestätigt, der hat sich für den Gutscheincode angemeldet. Der hat sich das Asset runtergeladen. Das ist auf jeden Fall jemand, der sich für unser Produkt interessiert. Ja, und nachdem wir als Kunde mit Leon alle Details ausgefeilscht haben, haben wir ein Projekt bei uns gestartet. Und dieses Projekt sieht wie folgt aus. Zunächst ist es unsere Aufgabe, den Mautic Tracking Code einzubinden. Das ist dieser kleine JavaScript-Schnipsel, der auf jeder Seite aktiv oder eingebunden sein muss, wenn ihr den Benutzer über Mautic tracken wollt. Das ist jetzt unsere Aufgabe, damit geht eigentlich alles los. Dann als nächstes wollen wir Formulare anlegen. Formulare, in denen Interessenten ihre Kontaktdaten angeben können, wenn sie Interesse für ein Produkt zeigen und mehr Informationen haben möchten. Außerdem wollen wir gezielten Inhalt ausspielen, also gezielt für unsere Besucher, die sich für unsere Produkte interessieren. Vielleicht einen Gutscheincode wir werden einen Gutscheincode ausblenden und vielleicht noch ein bisschen Text. Mal gucken, wie viel Zeit wir hier so haben. Außerdem wollen wir Assets zur Verfügung stellen. Diese Assets sollen auch im Mautic liegen, damit Leon eine Kampagne darauf aufsetzen kann, ob ein Asset heruntergeladen wurde oder nicht. Aber all das soll unser Redakteur natürlich aus dem Typo 3 tun, also aus dem Content-Management-System und nicht aus dem Marketing-Automationssystem. Und last but not least wollen wir ein Tagging anhand von Seitenaufrufen einführen, denn wir haben die Möglichkeit, Tags zu vergeben, je nachdem, ob ein Benutzer auf der Seite X oder Y war. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, dann starten wir auch gleich mal mit der ersten Aufgabe, nämlich den Tracking Code einzubinden. Das funktioniert im Typo 3 wie folgt. Ich öffne im Backend das Mautic-Modul, sehe hier schon eine API-Connection besteht. Das interessiert mich jetzt aber nicht, und ich sage hier einfach, ich möchte das User-Tracking aktivieren, denn ich kann diese Extension auch nutzen. Im Typo 3 spricht man von Extensions, wenn ich keine Benutzer tracke, sondern andere Sachen machen möchte, die unabhängig vom Benutzer-Tracking sind. So, Lamin, das war eigentlich schon der erste Teil, eigentlich ganz einfach. Zeigen wir uns doch mal, ist der Code da? Ja, hier sehen wir schon unsere wunderschöne Website. Einfach eine Standard-Typo-3-Installation. Und jetzt würde ich euch mal dahin mitnehmen, zu schauen, ob der Mautic-Tracking-Code denn angekommen ist. Klicken wir einfach auf Inspect.
hier irgendwo rein und suchen nach Mautic. Und wie ihr sehen könnt, ist er da. Wunderbar, dann hat das ja schon mal geklappt. Machen wir gleich weiter mit dem zweiten Punkt, nämlich ein Formular für Kaufinteressenten auf Produktseiten auszugeben. Dazu müssen wir jetzt erstmal ein Formular anlegen. Auch das macht der Redakteur aus dem Content Management System heraus. Perfekt. So, im Typo 3 spricht man von Finishern, die wir hinzufügen müssen. Und zwar wollen wir hier jetzt, wenn das Formular abgeschickt wird, zunächst einmal einen Mautic-Kontakt erstellen und natürlich, damit Leon in seiner Kampagnenaktion auch gucken kann, ob ein Formular abgeschickt wurde, müssen wir das Ganze noch an eine Mautic-Form schicken. Und das Ganze, was wir machen wollen, das soll ein Kampagnenformular sein. Ich benenne hier noch das Label kurz um. Und außerdem geben wir noch einen kleinen Text aus, eine Confirmation Message, dass der Benutzer auch sieht, dass das Formular abgeschickt wurde. Das machen wir jetzt einfach mal ganz simpel mit Du hast das Formular abgeschickt. So, speichern wir mal. Perfekt, so, das Formular wurde jetzt schon ans Mautic übertragen. Schauen wir uns gleich mal an, wenn wir hier auch Felder hinzugefügt haben, denn wir wollen natürlich auch Daten abfragen. Fangen wir mal hier an mit einem Vornamen. Nehmen wir so Vorname. Haben wir hier noch ein Auswahlfeld Mautic Property Type und da können wir jetzt auswählen, auf welche Property das im Mautic mappen soll von unserem Kontakt. Und zwar soll der Vorname auf das First Name gehen. Auch hier, wenn ihr im Mautic schon eigene Custom Form Fields angelegt habt, findet ihr die auch alle hier und zwar wenn sie zum Kontakt gehören, nicht zur Company. Machen wir jetzt noch den Nachnamen und natürlich, um den Kontakt auch identifizieren zu können, brauchen wir eine E-Mail-Adresse. Und die machen wir dann auch gleich verpflichtend. So, speichern wir das einmal ab. Leon, wo ich mich jetzt ins Frontend navigiere, zeig uns doch mal kurz, was im Mautic da angekommen ist. Ja, gucken wir uns die ganze Sache mal im Mautic an. Wir sind hier unter Formulare und sehen direkt, dass das Formular, was da erstellt wurde, direkt schon im Mautic erscheint. Außerdem sehen wir sogar an diesem kleinen Icon, dass es auch ein Kampagnenformular ist. Das heißt, wir wollten ja ein Kampagnenformular erstellen. Es ist im Mautic als Kampagnenformular angekommen, genau wie erwartet. Machen wir das Formular auf, gucken uns mal die Felder an, ob da auch alles genauso stimmt, wie wir wollen. Hier unter Felder, wir haben das Feld Vorname, wir haben Nachname, wir haben E-Mail. Wir sehen Vorname mapped auf First Name, Nachname auf Last Name und das E-Mail-Feld mapped auf E-Mail, genau wie erwartet. Außerdem können wir hier in diesem kleinen roten Sternchen erkennen, dass es ein Required-Feld ist, das heißt, es muss ausgefüllt werden. Es kam also 1:1 wie vorher im Typo 3 angelegt im Mautic an. Ja, vielen Dank. Das ist ja genau das, was wir erwartet haben. Und das habe ich eben gesagt, ich möchte mich jetzt Frontend navigieren. Das möchte ich aber gar nicht. Ich wollte euch im Backend noch weiterhin zeigen. Wir müssen jetzt dann auch noch das Kontaktformular ausgeben. Dazu bin ich mal auf unsere Produktseite gegangen und lege hier ein neues Content-Element an. Wähle dann hier unter den Formelementen unser Formular aus. Da haben wir die Mauticon und dann speichere ich das Ganze. Lamin, wie sieht das denn jetzt auf der Webseite aus als Benutzer? Was ersehe ich da? So, jetzt treibe ich mich auf unserer schönen Produktseite rum und werde hier unten einfach mal das Formular ausfüllen. Und abschicken. Ja, Florian, perfekt. Sogar die Nachricht, die du angelegt hast, wurde angezeigt. Ja, perfekt. Jetzt haben wir einen identifizierten Kontakt und jetzt wollen wir diesem natürlich beim nächsten Besuch der Seite auch
persönlichen Content ausgeben. Das funktioniert anhand von Mautic-Segmenten, die wir im Content-Management-System zu sogenannten Personas zusammenfügen. Und daher stelle ich einfach mal einen neuen Datensatz, und zwar die Persona Interessent. Und der sage ich jetzt gleich, oh, was sehen wir hier? Wir haben noch gar keine Mautic-Segmente synchronisiert. Das können wir aber kurz machen, indem ich hier klicke. Und dann haben wir die Segmente, die im Mautic hinterlegt sind, hier aufgeführt. Und zwar wähle ich hier jetzt einfach mal aus, der Benutzer soll die Persona Interessent bekommen, wenn er im Mautic das Segment Interessent hat oder dem Segment zugeordnet ist. Man kann hier mit Und-Verknüpfung auch noch weitere Sachen hinzufügen, wie zum Beispiel können sagen, wenn der Benutzer das Segment Mauticon und Interessent hat, dann hat er bei uns die Persona Interessent. Für uns reicht das jetzt aber auch erst einmal aus an der Stelle, und ich gehe zurück zur Seite, wo wir das Formular angelegt haben, und an genau derselben Stelle lege ich als ein Inhaltselement an. Machen wir hier gleich mal Gutscheincode. Und hier einmal dein Gutscheincode lautet XXX. Jetzt müssen wir allerdings noch die Verknüpfung herstellen, dass dieses Element nur für die Persona angezeigt werden soll. Und das machen wir hier, indem wir sagen, das möchte ich für Zielpersonas limitieren. Und hier wähle ich den Interessent aus. Gleichzeitig ist es jetzt natürlich sinnlos für Interessenten, die das Formular bereits abgeschickt haben, das Formular noch einmal auszugeben. Deswegen werde ich auch hier im Formular reingehen und sagen, hey, dieses Formular gib mir doch einmal aus, wenn wir noch keine Persona zugeordnet haben. So, Lamin, wie schaut denn das jetzt auf der Webseite aus? Auf der Produktseite, und schaue doch mal, was an der Stelle ist, an der eigentlich unser Formular war. Und siehe da, der Gutscheincode ist da. Super, damit hätten wir den dritten Punkt gezielt Inhalt ausspielen auch erledigt. Jetzt fehlt noch das Assets Handling und das Tagging. Starten wir vielleicht mal mit dem Assets Handling. Dazu kann ich hier auch im Typo 3 auf die Dateiliste gehen und finde hier schon einen Mautic File Storage. Wie wir sehen, ist dieser File Storage noch leer, und ich kann jetzt hier aus dem Content Management System eine Datei hochladen, und da wähle ich mal eine PDF aus und schicke die hoch. Leon, was ist denn jetzt im Mautic angekommen? Zeig uns mal, ist ein Asset da? Ja, dann gucken wir doch direkt mal, ob das Asset, was Florian gerade im Typo 3 hochgeladen hat, schon im Mautic angekommen ist. Dafür gehen wir unter Komponenten auf den Reiter Assets. Und siehe da, da ist direkt ein Asset angekommen. Und zwar Single Page LF Product Flyer. Genau das, was Florian hochgeladen hat. Genau, und ich habe jetzt hier an dieser Stelle als Redakteur auch die Möglichkeit, die Metadaten des Mautic Assets zu bearbeiten. Ich kann hier jetzt also auch einen alternativen Text angeben oder eine Description oder sogar einen anderen Titel. All das ist hier jetzt möglich. Ich nenne ihn hier jetzt einfach mal Produktflyer. Und das wird jetzt auch ans Mautic übernommen. Das ist ganz interessant. Jetzt, da wir das Asset hier im Content Management System vorliegen haben, kann ein Redakteur dieses auch verlinken. Ich gehe wieder in den Gutscheincode rein und füge einfach mal eine neue Zeile hinzu. So, perfekt. Und Produktbroschüre verlinke ich gleich mal. Das funktioniert in Typo 3 mit dem Link Wizard, indem ich eine Datei auswähle, und zwar im Mautic File Storage. Und hier den Produktflyer, da speichere ich auch mal. Lamin, lad die Seite doch mal neu und zeig uns, wo der Link hinführt. Ja, sehr gerne, Florian. Da schauen wir doch einfach mal, wo das Ganze hinführt. Ja, super. Und genau da sehen wir schon unten links in der Ecke, das führt anscheinend aufs Mautic, und so soll es ja auch sein. Lamin, wenn du das jetzt herunterlädst, dann sollte ja eigentlich deine Kampagnenaktion ausgelöst werden, die der Leon am Anfang konfiguriert hat, und du solltest in ein neues Segment geschoben werden. Klick doch mal drauf. Das wollen wir uns doch mal genauer anschauen.
Vielen Dank. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der letzte Punkt, nämlich das Hinzufügen von Tags anhand von Seitenaufrufen. Das funktioniert im Typo 3 über die Seiteneigenschaften. Hier haben wir auch einen neuen Reiter Mautic Tabs. Wenn ich den jetzt synchronisiere, schauen wir mal, haben wir irgendwelche Tags im Mautic? Nein, haben wir nicht. Aber Gott sei Dank kann ich einfach einen neuen Tag hinzufügen. Und zwar nehme ich den jetzt mal Produktinteressent. Das speichere ich. Und was jetzt passiert ist, es wurde ein Datensatz angelegt vom Typ Produktinteressent. Und hier sage ich, dann wähle ich dieses Tag gleich mal aus. Und wenn ich jetzt speichere, sorgt das dafür, dass wenn ein Benutzer auf diese Seite kommt, dem Benutzer dieses Tag auch zugewiesen wird. Und Lamin, jetzt ein letztes Mal bist du gefragt für heute. Hol dir mal das Tag, hol es dir. Mal neu und damit sollte ich das Tag schon haben. Genau, damit solltest du das Tag haben. Und was die interessante Sache ist, ist die folgende. Wenn wir jetzt mal uns den Quellcode nochmal angucken und nach dem Tag suchen, Produktinteressent, dann finden wir hier keinen Treffer. Das ist sehr interessant, denn normalerweise werden Mautic Tags durch so einen Tracking-Pixel vergeben. Sprich, auf der Seite ist einfach ein Image, das eine URL aufruft und wo als Parameter der Tag übergeben wird, aber da wir hier mit der API kommunizieren unter der Haube, bekommt der Benutzer also hier an dieser Stelle wieder nichts mit, dass er da einen Tag setzt und hat somit auch keine Möglichkeit, dieses Tag über Änderung des Quellcodes zu manipulieren. Ja, und Leon, jetzt ein letztes Mal zu dir. Wie sieht denn das Ganze jetzt im Mautic aus? Wie ist Lamins Kontakt dort angekommen? Dann zeige ich euch jetzt nochmal abschließend, was wirklich beim Mautic angekommen ist im Endeffekt. Wir sind hier in der Kontaktansicht des neu erstellten Kontaktes. Das heißt, er ist auf jeden Fall schon mal im Mautic angekommen. Wie wir hier rechts sehen können an diesem wunderschönen grünen Tag, ist, dass der Tag gesetzt wurde, und zwar Produktinteressent, genau wie es im Typo 3 konfiguriert wurde. Und wenn wir uns den Kontakt ein bisschen genauer angucken, sehen wir hier zu allem die E-Mail-Adresse. Außerdem sehen wir den Namen und den Nachnamen. Und ja, genauso wie wir es wollten, ist es im Mautic angekommen. Super, vielen Dank Leon für die Zusammenfassung und auch dir Lamin, vielen Dank dafür, dass du die ganzen Aktionen durchgegangen bist und uns mitgenommen hast, was im Frontend so passiert. Ich habe es mir mittlerweile gemütlich gemacht. Sitze hier auf der anderen Seite vom Sofa und lasst uns nochmal kurz schauen, was wir denn so gelernt haben und was wir euch gezeigt haben. Also, wir haben damit angefangen, den Tracking-Code auf der Webseite zu platzieren. Ganz einfach, ein Klick, eigentlich nur eine Checkbox setzen im Backend und die URL des Mautics hinterlegen. Das ist im Video vielleicht nicht so hervorgegangen, aber im ersten Tab habt ihr gesehen, dass dort eine URL hinterlegt ist. Das ist mautic.local in unserem Fall. Das ist einfach die Zielsystem oder die URL von eurem Mautic. Und diese URL wird dann nachher ins Frontend eingebunden. Als nächstes hatte ich euch gezeigt, wie ihr Formulare anlegen könnt, direkt aus dem Content-Management-System heraus und diese im Frontend dann so aussehen wie jedes Formular auf eurer Webseite. Ihr müsst nicht irgendein JavaScript-Schnipsel einbauen. Und das Formular wird dann aus dem Mautic gerendert und dort eingebunden, sondern wirklich smooth. Die CSS-Klassen, das Styling passt alles so, wie ihr es von eurer Webseite gewohnt seid. Dann als nächstes hatte ich euch gezeigt, wie ihr Inhalte nach Segmenten oder gezielt ausspielt, so wenn jemand produktinteressant ist, dass er den Gutscheincode angezeigt bekommt oder später auch das Asset. Das Tolle an dieser Sache ist, dieser ganze Content ist gecached, zumindest im Typo 3, in anderen Content-Management-Systemen wird das sicherlich auch gehen. Auf jeden Fall super gecached, kommt dieser Gutscheincode und dieser Inhalt raus, ohne dass irgendwas aus dem Mautic nachgeladen werden muss und die Seite sich erst aufbaut und anschließend dann irgendwo Inhalt platziert wird. Das Ganze aus dem CMS heraus wirklich sehr, sehr smooth, ohne dass der Webseitenbenutzer wirklich mitbekommt, dass das jetzt hier gezielter Inhalt ist für ihn, der in seine Zielgruppe passt. Dann hatte ich euch noch gezeigt, wie ihr Assets direkt aus dem CMS hochladen könnt und auch Metadaten bearbeiten könnt und diese dann auch ganz einfach im CMS verlinken könnt, also wirklich auch im Text, ohne irgendwie die URL im Mautic zu kennen und euch die es geben zu lassen.
könnt ihr direkt aus dem Dateibrowser oder dem Filebrowser von eurem CMS die Datei auswählen und platzieren. Auch das super easy eigentlich. Also genau, und die letzte Sache, die ich euch gezeigt habe, war das Tagging, wo ihr anhand von Seiteneigenschaften oder von Seitenaufrufen in den Seiteneigenschaften so gemacht sind, sagen konntet, okay, jetzt weise diesem Kontakt mal dieses Tag zu. Und der große Vorteil ist, es ist im Frontend im Quellcode nicht ersichtlich, dass dort irgendwo ein Tagging-Pixel liegt. Mautic bindet sonst ein GIF ein, was 0 Pixel groß ist und wo ihr dann sehen könnt, okay, diese URL, da fügt jetzt ein Tag hinzu. Hat auch den Vorteil, dass niemand versuchen kann, böswillig dort irgendwelche Tags hinzuzufügen. Uns ist das in der Vergangenheit schon vorgekommen, dass jemand dieses Tagging-Pixel einfach erweitert hat und weitere Parameter hinzugefügt hat. Dann waren im Mautic auf einmal ganz, ganz komische Tags vorhanden, die nach SQL-Injections aussahen. Das hatten wir bei einem Kunden. Darum das Ganze hier so gelöst, dass es unter der Haube passiert, beim Seitenaufruf serverseitig, sodass der Browser und der Client gar nicht mitbekommt, dass wir hier eigentlich einen Tag setzen. Und wenn ihr euch doch noch etwas mehr für den technischen Teil interessiert, dann habe ich um 19 Uhr noch einen Talk über Using the Mautic API, a CMS Integration. Dort werde ich im zweiten Teil so ein bisschen zeigen, was unter der Haube steckt, wie wir die API angebunden haben und wie das Ganze technisch so gelöst ist, dass Informationen zwischen CMS und Mautic ausgetauscht werden. Der Talk dann aber in Englisch, 19 Uhr, Track 5. Wer Interesse hat, gerne zusehen. Ja, dann noch ein kurzer Ausblick. Was haben wir noch so vor? Was steht noch auf unserer Liste? Das sind alles so Punkte, die wir bei uns mal notiert haben, aber aufgrund von Zeitmangel und nicht gesetzter Prioritäten noch nicht umgesetzt haben. Wir haben auf jeden Fall noch vor, die Formulare auch für Company Fields zu erweitern. Ihr habt es eben gesehen im Beispiel, es waren nur Kontaktfelder da. Die Company Fields fehlten einfach noch und das ist so ein Schritt, der jetzt nicht viel Aufwand auf unserer Seite verursacht, aber was mit Sicherheit für den einen oder anderen noch ganz schön wäre, nämlich auch Company Fields über das Frontend und über das Formular füllen zu können. Dann außerdem ein Feature-Wunsch, der schon an uns herangetragen wurde, ist einfach der Wunsch, bestehende Webseitenbenutzer, also wenn ihr auf eurer Webseite einen Login habt und die Nutzer ihre Daten schon angereichert haben für einen internen Bereich oder für ein Forum, wo auch immer, diese Daten zu exportieren ins Marketing-Automationssystem, so quasi so einen Sync zu haben, das Ganze auch andersherum. Das ist schon der nächste Punkt, die Leads aus dem Marketing-Automationssystem auch in das CMS zu importieren. Das heißt, dass wir quasi die Kontakte, die wir schon im CMS haben, ins Mautic schieben können und Kontakte, die wir im Mautic haben, auch ins CMS-System schieben können, dass wir da Daten transferieren und Kontaktdaten schon in beiden Systemen vorliegen und beide Systeme dann mit ihren nativen Funktionen dort was mitmachen können. Das ist ein Punkt, der schon an uns herangetragen wurde, der nicht ganz trivial ist, aber das steht auch noch auf der Liste. Und natürlich das Scoring. Einfach sagen zu können, im CMS sagen zu können, diesem Kontakt, wenn er jetzt das Formular ausgefüllt hat, dann möchte ich ihn nicht nur ans Mautic senden und das Formular auch ans Mautic abschicken, sondern ich möchte dem Benutzer auch gleich 10 Punkte geben. Ja, das kann man auch per Kampagnenaktion, aber das war auch schon gewünscht und ist auch schon teilweise im Code hinterlegt, dass wir einfach nochmal ein Scoring haben, zum Beispiel auch, wenn jemand eine Seite besucht oder so ähnlich wie wir es mit den Tags haben, dass wir dort nochmal Punkte vergeben können oder wenn jemand, ja was noch, seinen Segmentinhalt ausgerollt bekommt zum Beispiel. All das ist denkbar. Wenn ihr da aber auch noch Wünsche habt, die ich jetzt hier noch nicht auf dem Schirm hatte, dann immer gerne heran mit den Wünschen und wie ihr das machen könnt, das zeige ich euch jetzt auf unserem letzten Slide. Das soll es für heute nämlich schon gewesen sein und jetzt freue ich mich gleich auf eure Fragen und Anmerkungen in der Q&A-Session über eine anregende Diskussion. Auch vielleicht habt ihr noch Wünsche oder seht noch irgendwo anders Bedarf oder habt Fragen, wie das mit WordPress aussieht oder mit Drupal oder mit eurem System, was ihr da nutzt. Wenn euch die Fragen erst im Nachhinein aufkommen, erreicht ihr mich aber auch bei LinkedIn oder auf Twitter, Flo Wessels, einfach anschreiben. Ich freue mich über jeden Kontakt, über jede Kritik, positiv und natürlich auch negativ, möchte ja auch lernen.
Slack auch. Falls ihr im Mautic Slack aktiv seid, findet ihr mich da unter Flossels oder im Typo 3 Slack auch Flossels. Auch da könnt ihr mich anschreiben. Wir haben auch dedizierte Channels dafür, Mautic Typo 3 in beiden Systemen oder Typo 3 Mautic, müsst ihr mal nach Typo 3 suchen. Da habt ihr einen Channel, wo wir auch diskutieren können über Features und Wünsche, wenn ihr einen Typo 3 nutzt. Auch da bin ich offen für alles und freue mich über Anregungen und last but not least natürlich auch per E-Mail bin ich erreichbar, f.wessels@leuchtfeuer.com. Dann vielen Dank nochmal an dieser Stelle von uns dreien, also auch von Lamin und Leon, fürs Zusehen und fürs Dabeibleiben. Ich hoffe, ihr habt ein paar Punkte mitnehmen können. Ich habe euch nicht zu sehr mit meiner Technik überflutet oder meinem Technikgerede. Und ja, jetzt freue ich mich, euch live zu sehen oder zu hören. Und genau, wahrscheinlich werde ich dann wieder woanders sitzen, da hinten im Raum, mal gucken. Vielen Dank.